Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Zurück vom Farmen. Bisschen Staub gemacht. Und der Staub wird jetzt direkt wieder ausgegeben. Hier könnt ihr das Video schon sehen. Oder könnt ihr das sehen? Ich habe den Bildschirm neben mir. Ich tue den Bildschirm mal auf die andere Seite. Dann könnt ihr das sehen. Und zwar das IV Battle Video mit Julian. Also nicht das IV Battle an sich, sondern die Bestrafung davon. Ich habe Gen 2 gewonnen. Durfte ein Pokémon von ihm aussuchen. Und Birgit und ich haben uns für sein Papunga entschieden. Und jetzt ist es soweit. Ich entwickle meinen Hauptspross zu Papunga. Und Max ist dann freiwillig. Als Teil vom Earth Day ist ja momentan das Event. Boden, Wasser und Pflanzen, Pokémon, dreifach Staub und vermehrte Spawns. Boden Gen 1, Sandama habe ich ausgewählt und bereits gemaxt. Checkt das Video ab. Der hat übrigens echt eine Menge Staub gekostet. Das habe ich alles heute wieder zurückgefarmt. Echt traurig. Und Gen 2, Pflanze, Papunga, bzw. Hauptspross. Und dann Gen 3, Wasser, Walmir, bzw. Waldort. Das werde ich dann am Montag auf Max pushen. Muss jetzt am Sonntag erstmal den ganzen Staub wieder reinholen vom Papunga. Hab jetzt wieder die 7 Mille geknackt. Das geht jetzt wieder weg für Papunga. Und dann am Sonntag, also ihr seht es am Sonntag, bin ich unterwegs im Parsing und dann versuche ich da wieder zurück auf die 7 Mille zu kommen. Sprich, ich versuche jetzt nicht allzu sehr unter die 7 Mille zu fallen. Shoutout an Julian, damals echt geiler Sommer. IV Battle, Safari Zone, Julian, Spieletrend kennengelernt. Prag, Amsterdam, Oberhausen, das war echt eine geile Zeit. Safari Zone, Prag, nicht Prag, Parsing mit dem Kangama. Hoffentlich wird dieser Sommer auch wieder so geil. Weil der letzte Sommer, der war echt super saftig. Was soll man sonst sagen? So, Papunga entwickelt. Also sein Papunga war so abnormal low, 373. Mein Hauptspross war schon beinahe so stark. Papunga 1065 zum Glück. Infestation Solarstrahl. Erstmal ein V-Check für euch. KP. Also bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Hauptspross hat mir sogar echt eine lange Zeit gefehlt. Hab den erst relativ spät bekommen. So, erstmal TM. Eine Pflanzenattacke als First Move sollte er schon bekommen. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie Papunga auf Englisch heißt. Aber wir finden den schon, so manuell zumindest. Da haben wir ihn. Infestation weg und Bullet Seed, alles klar. So. Könnt ihr den Vergleich sehen? Direkter Vergleich mit Julians Papunga. Und zwar hier oben der Balken. Meiner schon letztes Viertel, letztes Drittel. Seines nicht mal bei der Hälfte. Alter Julian, das tut mir echt leid. Jetzt, wo ich die ganzen Sachen pushe, der ganze Sternstaub, der da verloren geht, das tut mir leid, Julian. Das tut mir wirklich leid. Auf geht's. Der arme, schöne Staubmann. Ich leide mit dir, Julian. So. Können wir direkt sehen, wie viel ein Max WP. Also meiner wird stärker, weil damals konnte man noch nicht so weit pushen, außer mit dem Überpushen. Aber haben wir natürlich nicht gemacht. Das heißt, meiner müsste 2 Pushes stärker sein als seiner. 1509, okay. Ne, 1531. Genau. Ja. 1531. Lass mal ein bisschen Musik wieder. Oder habe ich irgendwas zu sagen? Oh, eigentlich nicht so viel. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet oder findet. Habt ihr da ordentlich reingehauen, viel Staub gemacht? Und wie findet ihr es allgemein? Erhöhte Spawns? Funpi ist interessant. Lavita. Ansonsten, was gibt es sonst noch so? Was läuft denn so die ganzen. Walmir? Habt ihr den Shiny Walmir gefangen? Der ist auch nicht schlecht, ansonsten fällt mir gerade nichts allzu interessant sein. Unter die 7 Mille gefallen. Schade, schade. Was gibt's denn sonst noch so? Pflanz. Ah, Megapla. Ich habe ein paar Megapla-Bonbons noch gebraucht. Jetzt habe ich so über 1000. Ansonsten. Oh. Kapadoggle sind eine Menge am Start. Für alle, die die Quest noch brauchen, für Mew. Oder Shiny Kapadoggle noch brauchen.
wo die Shiny-Wahrscheinlichkeit jetzt nicht erhöht oder so ist, wie bei C-Day, sondern ganz normal, also immer noch richtig, richtig selten. Aber an sich, Event Top, Dreifach Staub mit Sternstück 4,5, was will man mehr? Kann man sich echt nicht beschweren. Oh, noch, warte, irgendein Pokémon war noch interessant. Das fällt mir gerade nicht ein. Was gibt's denn so die ganze Zeit? Lavita, Phanpy. Oh. Wenn ich später auf die Nearby-Liste schaue, dann fällt es mir sicher ein. Erstmal pushen, wir sind fast fertig. Zum Glück, also das hat echt nicht lange gedauert. Der war zum Glück relativ hoch. Das heißt, morgen muss ich nicht so viel Staub wieder gut machen. Beziehungsweise ich kann Staub ansparen für das Walmer, das ich noch auf Max pushen muss. So. 4498. Nur noch ein paar und der ist, hat Julians eingeholt. So. Einmal noch. Und jetzt hat er Julian eingeholt. Aber seitdem kann man zweimal mehr pushen. Und zwar die letzten zwei, die 15 kosten. Bam. Und bam. Hat 100 irgendwas gekostet. Ah, 200.000. Also doch auch relativ viel. Kosten alle viel. Was soll man machen? Aber das war's von 100% von Punga. Stärker als das von Julian. Es sei denn, er hat seinen mittlerweile auch wieder gemaxt. Nochmal der AV-Check. Keine Ahnung wieso, aber egal. So, Papunga. Wieder unter die 7 Mille gefallen. Ich werde wahrscheinlich morgen den ganzen Tag brauchen, um wieder auf die 7 zu kommen. Aber, naja, was soll man machen? So, das war's von mir. Schnelles, kurzes Video. 100% Papunga. Shoutout an Julian. Tut mir leid wegen dem Sternstopp, Mann. Aber war ein echt geiler Sommer. Hoffentlich wird es dieses Jahr auch wieder so geil. Das war's von mir. Hier mal liken, subscriben, kommentieren. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zum Event. Habt ihr reingehauen, Sternstopp-mäßig? Habt ihr Shiny Walmer gefangen? Und ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.